Ich werf dir nicht vor. Ich habe ihr das sowas von vorgeworfen. Meine Therapeutin für natürliche Prävention war die erste Therapeutin, der ich Dinge gesagt habe, die 13 Jahre lang in mir gebrannt haben, die mich 13 Jahre lang belastet haben, die ich zur Seite geschoben habe und dachte, es ist normal, wird schon gehen, wird schon gehen. Aber so funktioniert die Welt einfach nicht. Also soweit ist es echt gut gelaufen. Ich werde jetzt da mehrere Sitzungen haben und dann wird so ein diagnostisches Verfahren wieder gemacht, also im nächsten Jahr. Und dann wird entschieden, ob ambulant oder stationär. Ja, und weil ich 5 Minuten über dem Einzugsgebiet lebe, wurde ich natürlich ambulant nicht genommen. Der Fakt, dass eine andere Person von Social Media einfach da zur Therapie geht, obwohl sie 2 Stunden von da weg wohnt, macht mich auch nur ganz dezent wütend. Aber ja, ich habe mich ein paar Monate drauf natürlich bei der Täterprävention gemeldet, wie ihr wisst. Meine Therapeutin hat gekündigt und jetzt muss ich mich auf eine neue Therapeutin einlassen, während ich versuchen muss anzunehmen, dass ich eine seltene paraphile Störung habe. Und ihre Worte, dass ich das langsam annehmen muss, weil es nur mehr Leid verursacht, die dümpeln irgendwie noch in meinem Kopf rum wie surreale Gedanken, wie als wäre es gar nicht wirklich passiert, weil irgendwo habe ich es erwartet. Aber die andere Seite von mir hat ja sich doch irgendwo eine Hoffnung geklammert, dass es rein Traumafolge ist und nicht pathologisch. Weil man irgendwann keine andere Wahl als zu hoffen, dass die Dinge besser werden. Aber an dieser Stelle müssen die Dinge auf eine andere Art und Weise besser werden, als ich es gerne gehabt hätte. Wir haben 14:30 Uhr. Es war, keine Ahnung, der Anfang war anstrengend. Der Anfang ging wieder irgendwie um die Fantasien. Gefragt zu werden, wie man dabei empfindet, ist super schwer zu beantworten. Auf jeden Fall habe ich jetzt, ich glaube am 21. war es nochmal eine 1 Stunde, heute war eine Doppelstunde. Und ab Dezember bin ich dann wieder bei meiner alten, weil das war jetzt nur übergangsweise, weil meine eigentliche Therapeutin nicht da war. Ich weiß nicht, wieso sie weg war, ich weiß nur, dass es 3 Monate waren. Dann ist es auch nicht mehr online, sondern wieder vor Ort. Vor Ort fand ich eigentlich immer auch angenehmer. Ja, ich kann vielleicht mal in meinen eigenen 4 Wänden sitzen dabei, das ist nicht das Ding. Aber trotzdem fühle ich mich, wenn ich dort bin, so ein bisschen wohler darüber zu sprechen. So, da ist nichts, was stören kann. Da ist keine Tür, die klingeln kann. Da ist keine weitere Person, die kommen könnte. Oder die vielleicht doch was hören könnte. Zu dem Zeitpunkt, wie man sieht, war ich bei einem Bekannten und man hört am Ende sogar die Tür aufgehen und ich habe mich wirklich wahnsinnig unwohl gefühlt. Die ganze Therapie war super, super unangenehm. Es hat einfach mehr das Feeling von, hier ist ein sicherer Ort und da kannst du offen reden. Und ich bin gespannt, wie das dann wird mit meiner eigentlichen, wie das weiterläuft, weil klar, die ist von der ganzen Art her komplett anders. Also auch wie sie die Therapie aufbaut, ist anders als die, also sie ist von der Art her anders als die, mit der ich normalerweise bin. Ein bisschen weniger schroff, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, dieses Schroffe brauche ich einfach. Therapeuten, die ich zuvor hatte, waren jetzt per se keine schlechten Therapeuten. Es geht einfach nur darum, dass sie nicht die richtigen waren, weil ich zugeben muss, dass ich dazu neige, bei Therapeuten mich so weit zu rechtfertigen und immer weiter Rechtfertigung und nach Rechtfertigung zu geben, bis mir recht gegeben wird. Und das ist nicht der richtige Ansatz für mich. Ich brauche einen Therapeuten, der sagt, nein, jetzt reicht es mal mit Rechtfertigungen, wir müssen über die Essenz davon sprechen. Aber es geht dabei auch nicht um Verurteilung oder irgendein Wertesystem. Es geht einfach nur darum, die Dinge mal anzunehmen, wie sie sind und darüber zu sprechen, wieso, weshalb, warum und was man vielleicht anders machen könnte. Die meisten Leute denken wahrscheinlich auch, dass ich nach so einer Therapiestunde super wütend wäre oder so. Aber die meiste Zeit habe ich wirklich richtig Therapie nach Wehen und ich kann gar nichts sagen. Oftmals gehe ich relativ fix nach Hause und gucke in irgendeinen Film und entspanne mich und es dauert ein paar Tage. Und natürlich habe ich kurz nach Therapiestunden meine Momente, wo ich komplett unreflektiert bin und weil ich einfach wahnsinnig zu Trotzhaltungen neige. Und das ist okay, meine Fresse, es ist halt eine Traumareaktion, es ist halt einfach eine Verhaltensweise, die sich manifestiert hat. Aber im Nachhinein kann ich es halt dann irgendwo auf eine Art reflektieren. Die Frage ist dann, inwieweit ich mich darauf einlassen kann. Aber dafür bin ich ja in Therapie, dafür bekomme ich ja Hilfe.
Ich habe eine Hausaufgabe bekommen. Und zwar, ich soll bei der nächsten sozialen Interaktion darauf achten, ob ich irgendeinen Hintergedanken dabei habe. Ich soll mir auch darüber Gedanken machen, wo mein Faktor herkommt, weil ich neige dazu, Leute anzuziehen und in meinem Leben zu haben und sie an mich zu binden, so vor allem emotional abhängig von mir zu machen, also aus ausbeuterischer Hintergedanken. Und sie hat gesagt, ich soll mir mal Gedanken darüber machen, ob das sein muss und ob vielleicht das, was ich dann vorhabe zu tun, eine negative Auswirkung auf die andere Person hat und ob ich damit leben kann oder ob ich das nicht irgendwie anders haben möchte, wie ich wahrgenommen werden möchte. Und das ist ja, sie hat dann gemeint, ja, das müssen sie ja dann selber entscheiden. Sie müssen es ja nicht ändern, wenn sie es nicht ändern wollen. Das muss ja nicht sein. Das ist ja ihre Entscheidung, das ist ja ihr Leben. Das ist, im Prinzip können sie tun, was sie wollen. Ich kann mich genau daran erinnern, wie sie mir meinte, dass wenn ich nicht am dissozialen Verhalten arbeite, dass ich den Therapieplatz verliere. Das war eine Bedingung, die aufgestellt wurde. Das stinkt mir nach, hier, gucken wir mal, prüfen wir mal, wie therapiebereit sie sind. Ich werfe sie nicht vor. Ich habe ihr das sowas von vorgeworfen. Aber es ist schon ein kleiner Bitch-Move. So, ja, hier, du darfst ja tun, was du möchtest, aber nicht mit uns im Nacken so. Passt mich sowas an. Ja, genau, jetzt hat der Trotz gekickt. Keine Ahnung. Sie hat nämlich gesagt, weil ich meinte dann so, ja, naja, es ist ja den ihr Ding, dass sie wahrscheinlich irgendwas rekonstruieren, was sie von früher kennen, weil man sucht ja immer Beziehungen und Verhältnisse, die man kennt. Und wenn man traumatisiert ist oder Gewalt erfahren hat, dann neigt man dazu, ähnliche Situationen wieder zu suchen, aufrechtzuerhalten, weil es das ist, was man kennt. Es ist nichts unbekannt. Es gibt ein Sicherheitsgefühl, ohne dass man da wirklich sicher ist in der Situation. Keine Ahnung, die haben halt meistens einfach ein Nutzding. Oder ich will irgendwas und die bieten es mir quasi an. Und dann ist es halt so, wieso soll ich mir noch weiter Gedanken machen und noch weiter suchen, wenn ich es auch hier auf dem Silbertablett serviert kriege? Das Problem ist halt, dass ich das ausbeute. Also das neige aus, es auszubeuten, wenn ich Nutzen daraus ziehen kann. Also wenn ein Bedürfnis dadurch befriedigt werden kann. Und ich sage, okay, es gibt mir einen finanziellen Vorteil oder einen sexuellen Vorteil oder was anderes Materialistisches. Ich meine, klar, sie hat auch gesagt, sie hat mir da recht gegeben. Es ist in gewisser Maße natürlich selbstverschuldet, weil es ist ja denen ihre Entscheidung. Und ihr Problem, nicht Entscheidung, sondern immer ihr Problem, an dem sie selber arbeiten müssen. Und das ist nicht meine volle Verantwortung. Aber es ist meine Verantwortung, wie ich damit umgehe und was ich daraus ziehe, weil es hat natürlich auch negative Auswirkungen auf mich. Wenn es zum Beispiel jemand sich zu abhängig von mir macht, dann wird es zum Klammeräffchen und das ist mir, ich mag das nicht, es nervt mich. Gerade will ich nicht, gerade bin ich weiß nicht, ich glaube, nein, ich gerade habe keinen Bock, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, es nervt mich. Da sehe ich mich nicht, aber ich sehe es auch nicht ein, meinen Therapieplatz zu verlieren, nur weil irgendwelche Leute so blöd sind, ihre Grenzen zu setzen oder meine Grenzen als einfach oder meine Aussagen einfach anzunehmen, wie sie sind. Weil ich weiß nicht, warum die Leute so sind, dass sie ständig in jede Scheiße irgendwas reininterpretieren müssen, sich irgendwelche Sachen reindenken, weil sie die halt gerne hätten, aber sie sind halt nicht da und denken dann, es ist Realität. Und stell mich in dem Moment auf eine Art und Weise als Delulu da, von wegen, du siehst das halt einfach nur anders. Aber ich lese das zwischen den Zeilen. Ich merke das ja, ich kenne das ja schon von anderen. Nervt mich so eine Scheiße. Und dann kannst du, oh, aber Sascha, du kannst ja nicht irgendwie jetzt den anderen Leuten, denen die Gefühle invalidieren oder bla. Ich weiß nicht, was daran Gefühle invalidieren sein soll. Ich validiere sehr viele Gefühle. Ich nehme eigentlich alles einfach an und dann ist es mir egal. Ich nehme es halt aber an, weil ich meine, was soll ich jetzt diskutieren, wie andere Leute fühlen. Aber holy shit, manche Dinge, manches Handeln. Ich verurteile das Handeln. Und diese Zickereien und boah. Wenn man mich mal fragt, so hier, nerv ich dich eigentlich gerade okay? Den Freifahrtschein, das zu fragen, den hast du einmal im Monat und nerv ich dich eigentlich? Ja, jetzt schon. Jetzt, wo du fragst, nervst du mich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das relaten kann. Aber wenn man halt einfach ständig gefragt wird, irgendwann bist du halt einfach so, ja, du nervst. Da ist mir diese Unsicherheit, die dahinter steht, scheißegal. Du hast gefragt, du hast die Antwort gekriegt, beschwer dich nicht. Ist es so wichtig, eine Sache loszuwerden? Oder ist es nicht langsam an der Zeit, sie anzunehmen als Teil von einem selbst, weil man möchte es nicht ausleben? Man stellt auch keine Gefahr dar, aber man leidet, weil man es nicht annimmt. Manche Dinge muss man annehmen,
auch wenn es einem schwerfällt und auch wenn man eigentlich gar nicht möchte, weil man keine andere Wahl hat. Weil es wird nicht verschwinden, es wird auf ewig da sein und da kannst du dich verstecken, wie du möchtest. Es ist da. Ich wüsste nicht, was mich zu einem schlechten Menschen macht, wenn ich doch schon Hilfe bekomme. Es geht einfach darum zu zeigen, egal was für eine Therapieform das ist, wir sind immer noch alle Menschen, die einfach nur verletzt sind und an sich arbeiten möchten.